Das hier ist bzw. wird ein Strohhaus. Damit ist aber kein strohgedecktes Haus gemeint, sondern ein Haus aus Strohballen. Für diese Bauweise hat sich Familie Marx Posch in Mörbisch am See entschieden. Vor mehr als 3 Jahren ist die Familie zum ersten Mal auf das Thema Strohhaus gestoßen und war von Anfang an begeistert von diesem unübertrefflichen Bau- bzw. Dämmmaterial, dem Strohballen. Bis jetzt wurde am Gerüst des Hauses, das ausschließlich aus Holz gefertigt wird, gearbeitet. Danach wird mit Stroh gedämmt und der Außenputz aus Kalk aufgetragen. Wir setzen eben Strohballen ein, weil es ein ganz ökologischer Baustoff ist, weil er im Prinzip überall verfügbar ist und von der Produktion her so gut wie keine Energie braucht, positive CO2-Bilanz hat und so weiter. Sehr atmungsaktiven Aufbau gewährleistet. Die Bauweise ist im Übrigen über 100 Jahre alt. Und man glaubt es kaum, einige dieser Gebäude stehen bis heute unversehrt. Den Bauherren war es aber auch wichtig, das Fundament ihres Hauses an die Strohballenbauweise anzupassen, sprich eine atmungsaktive Bodenplatte einzusetzen. Das Interessante an dieser Bodenplatte liegt eigentlich darunter. Wir haben uns da im Gesamtbauwerk entschieden, dass wir einen ökologisch nachhaltigen Baustoff verwenden. Wir haben uns da für Geozell-Glasschaumschotte entschieden und haben damit eben dem Haus den ökologischen Touch auch von der erdanliegenden Seite verliehen. Beheizt wird der rund 140 Quadratmeter große Bungalow durch ein innovatives Heizsystem. Für dieses Passivhaus haben wir uns entschieden, eine Infrarot-Wärmenwellenheizung als Heizsystem einzusetzen. Für die Warmwassergewinnung eine Warmwasser-Wärmepumpe. Die Wohnraumlüftung sorgt für ein angenehmes Wohnklima und wir erzeugen die Energie für diese ganzen Systeme über die Photovoltaikanlage, die am Dach angebracht wird. Ja. Das Ganze wird kombiniert und gesteuert durch ein Haus-Bus-System, das die einzelnen Räume Temperatursteuerungen macht durch automatische Beschattung der RAV-Stores und so weiter. Auch der Dachstuhl wurde mit Strohballen gefüllt, weshalb mit dieser Dämmung auch die Passivhausstandards erreicht werden. Der Einzug der Familie in ihre atmungsaktiven 4 Wände ist im Frühjahr 2015 geplant.